Horizontproblem. Das Horizontproblem ist ein Grundproblem der Kosmologie, welches vom Standardmodell des Urknalls ausgeworfen wird und in den 1970er Jahren aufkam. Es erhebt die Frage, wie es sein kann, dass verschiedene Regionen des Universums nicht miteinander im Kontakt stehen, da die Distanz zwischen ihnen zu groß ist, dennoch gleiche physikalische Eigenschaften wie etwa vergleichbare Temperaturniveaus besitzen können. Dies sollte nicht möglich sein, wenn ein Austausch von Eigenschaften wie Energie, Temperatur etc. maximal von der Geschwindigkeit des Lichts erfolgen kann und den einzelnen Gebieten nicht mehr als 13,8 Milliarden Jahre zur Verfügung standen, um eigene Eigenschaftsausprägungen zu entwickeln. Eine Erklärung für das Horizontproblem bleibt die Inflationstheorie, die nicht zuletzt aufgrund dieses Problems entwickelt wurde. Eine andere Möglichkeit zieht eine weniger akzeptierte Theorie in Betracht, nach der sich der Geschwindigkeitswert des Lichts mit der Zeit verändert haben könnte. Schaut man in den Nachthimmel, so blickt man durchweg in die Vergangenheit. Das Licht einer Galaxie, die 10 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt ist, war 10 Milliarden Jahre unterwegs, um auf langem Weg bis zur Erdoberfläche zurückzulegen. Betrachtet man nun eine Galaxie, die 10 Milliarden Lichtjahre in einer Richtung entfernt zu beobachten ist, dann schaut man nach einer anderen exakt entgegengesetzter Blickrichtung, so beträgt der Abstand zwischen den beiden Galaxien insgesamt 20 Milliarden Lichtjahre. Das bedeutet, dass das Licht der einen Galaxie bis heute die andere Galaxie noch nicht erreicht haben kann. Da das Universum ein nachweisbares Alter von 13,8 Milliarden Jahre besitzt, um diese Zeitspanne nicht ausreicht, damit das Licht die Distanz zwischen den beiden Galaxien hätte zurücklegen können. Universell ausgedrückt lässt sich sagen, dass Abschnitte des Universums, die von der Erde aus sichtbar sind, für andere Bereiche des Weltraums vorerst unsichtbar bleiben und somit außerhalb des jeweiligen Horizonts ihrer beobachtbaren Universums liegen muss. Laut der grundlegenden physikalischen Theorien ist es nicht möglich, dass sich physikalische Informationen schneller als das Licht verbreiten können. Der Kontext Information bedeutet in diesem Zusammenhang jedwede Art von physikalischer Interaktion. So fließt zum Beispiel Wärme üblicherweise von heißeren zu kühleren Bereichen, was in physikalischer Hinsicht eine Art des Informationsaustausches darstellt. Diesem Beispiel folgend ist es in beiden Galaxien nicht möglich, irgendeine Art an physikalischer Information auszutauschen. Anders formuliert, sie haben keinen kausalen Kontakt zueinander. Daher sollte daraus geschlossen werden können, dass sie sich hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften unterscheiden. Oder noch grundlegender, dass überall im Universum an unterschiedlichen Gebieten verschiedene Eigenschaften vorzufinden sein müssen. Eine Lösung dieses Phänomens, welches auch einige andere Grundfragen wie das Problem der Flachheit des Universums klären könnte, bietet die Inflationstheorie. Danach gab es zwischen 10 hoch minus 35 und 10 hoch minus 32 Sekunden, nachdem der Urknall, eine kleine Periode mit einer rasanten, exponentiell ansteigenden Expansion als Inflation betitelt. Während dieser Inflationsphase hat sich das Universum um einen enormen Faktor schneller als das Licht ausgedehnt und zog das Licht dabei quasi in alle Richtungen mit. Wenn diese Theorie richtig ist, löst die Inflation das Horizontproblem dadurch, dass das gesamte Universum von dieser inflationären Periode kausal verbunden war und die physikalischen Eigenschaften somit während der Phase in Wechselwirkung treten und sich angleich konnten. Durch die Inflation erweiterte es sich so rasch, dass diese Eigenschaften über den ganzen Weltraum hinweg eingefroren blieben. Ab diesem Zeitpunkt war das Universum zu einer fast vollkommenen Homogenität gezwungen gewesen, da die Information keine kausale Verbindung mehr hervorgefunden hätte, um die Eigenschaften zu verändern. Das bedeutet jedoch zudem, dass das beobachtbare Universum nur einen Bruchteil des tatsächlichen Kosmos darstellt. Als Konsequenz einer solchen kosmischen Inflation hätte sich Anisotropie während des Urknalls reduziert, wäre jedoch nicht völlig verschwunden. Die Temperaturunterschiede der kosmischen Hintergrundstrahlung wurden durch die kosmische Inflation ebenso geglättet, bestehen jedoch in einem geringeren Maß fort. Theorie sagt hier ein breites Spektrum für die Anisotropie der Mikrowellenhintergrundsteuerung voraus, die tatsächlich überwiegend im Einklang mit den Ergebnissen stehen, die die Raumsonden WMAP und COBE der Wissenschaft liefern konnten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.